Hallo Leute, ja, wir sind hier weiter unterwegs. Der Hund schläft jetzt hier unten, nicht da oben. Das passt ja schon mal sozusagen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier weiterkommen, ne? Wir müssen auf jeden Fall das mit dem Essen hier nochmal schauen, weil die Nahrung hier ist weg und wir haben diese Standardration noch. Wir müssen also um die Nahrung uns auf jeden Fall kümmern. Da müssen wir wohl mal eine Anbauzone machen und schauen, dass wir irgendwas gepflanzt kriegen, ne? Was ist das hier? Das war Silber. Das war Eisen. Ne, Stahl ist es. Ja, weiß ich auch nicht. Was ist das? Das ist eine wilde Halbwurzel. Okay, kann man die ernten? Wahrscheinlich aber nicht über dieses Befehlfenster. Ich sag mal, er guckt das Logo und dann gehen wir weiter. So, jetzt lassen wir mal schneller laufen, bis die aufwachen, weil sonst bringt das ja jetzt nicht ganz so viel, glaube. Wenn die aufgewacht sind, nehmen die nämlich gleich als erstes wieder eine Essensration. Das bringt uns jetzt nicht so viel. Müssen gucken, dass wir als erstes Essen machen, bis wenn unsere 30 Rationen, die da jetzt noch liegen, nämlich aufgebraucht sind, dann haben wir ein Problem. So, das heißt, hier gehen wir hin, dann gehen wir in Befehle, dann. Ne, Zone, nicht Befehle. Zone, Abbauzone. Und ich würde jetzt mal hier, sieht es ganz nett aus. Mach doch mal so hier, oder? So, die Zone haben wir. Jetzt gehen wir in die Zone rein. Busch. Ne, ich wollte in die Zone. So, und dann Kartoffeln pflanzen. Ist schon ausgewählt. Und mal gucken, ob das auch funktioniert, ne? Da geht schon jemand hin. Und macht hier auch tatsächlich was? Oder? Ne, doch nicht. Geht weiter. Was macht ihr denn hier? Messer ausblasen, nochmal Holz. Sehe ich jetzt leider nicht. Was macht diese Person jetzt hier? Ah, die macht hier was. Okay, erste Kartoffelpflanze ist da. Das heißt, sie macht schon mal da weiter. Was mich jetzt irritiert, ist, dass es hier nicht weitergeht auch. So, Tür ist richtig. Hier hatten wir schon was gemacht mit dem Tierschlafplatz. Okay. Und schlief aber eben noch woanders. Herd. Wie war die Aufgabe? Machen wir auf 3 runter. Ich mache mal lieber auf 5, ey, damit genug da ist, weil das. Ja, wenigstens 6, weil wir zu dritt sind. Ich weiß auch nicht, ob der Hund was essen muss, ne? Das ist die nächste Frage. Gut, das haben wir auf jeden Fall schon mal eingestielt. Wir können ja noch mal gucken, dass wir irgendwas ernten können. Aber so ganz weit weg wollte ich nicht. So, vielleicht hier einfach unseren Bereich noch mal wählen. Na, da war wohl einmal und ja, sonst sehe ich jetzt auch nicht, wo noch was geerntet werden konnte. Schwierig. Was ist das hier? Boomratte. Ne, die will ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Ich hoffe, die wird uns nicht angreifen oder irgendwen von uns angreifen. Was ist das? Ein Luchs. Okay, der ist nicht so toll. Aber der Luchs uns neben dem Kanä Hasen und dann passiert nichts. Können wir den Hasen denn domestizieren? Zähmen. Schauen wir mal, ob das klappt. Der läuft aber bestimmt gleich weg, wenn wir kommen. Hier sind noch Fallen, da fehlt Material. Wahrscheinlich Holz, ne? Ja, sieht ganz danach aus. Architektur, Befehle. Befehle. Holz hacken. Nochmal hier Holz hacken. Das macht erstmal einen guten Eindruck. Die Kartoffeln werden gepflanzt. Was macht sie denn jetzt hier eigentlich? Nix. Wandert umher. Ach, das ist eine Forscherin. Da müssen wir auch noch einen Forschungstisch haben. Wer macht denn hier das Granit abbauen? Keiner? Oberfläche glätten kann man so machen. Okay. Aber das haben wir ja schon hier angewählt und das passiert noch nicht, ne? Gestein abbauen. Wer ist denn dafür zuständig? Wandert umher. Jetzt kommt Welli. Was macht Welli? Glättet Wand. Okay, der macht die Arbeiten. Okay. Ah, die zweite da. Jetzt ist die Frage, wie machen wir mal Stufe 2 von der Geschwindigkeit her? Ah, das dauert ja natürlich richtig lange, die Wand glätten, ne? Die Kartoffeln sind schneller gepflanzt. Der Müll liegt jetzt da. Warum wabbert das so? Ist das Sonne jetzt hier? Draußen 25 Grad. Okay. Aber kann man noch mit leben. Erstmal ist alles gut, oder? Weiß nicht.
Das mit dem Essen, das ist noch so eine Sache. Einfach Mahlzeit kochen. Haben wir gemacht. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Einen Namen gibt es, Kado. Außerdem schlägt er ja darum vor, dass du diese Siedlung einen Namen gibst. Was soll diese Siedlung heißen? Meine Fraktion. Nee, Kado ist doof, ne? Wir nennen die Reiteria. Ja, aber so, Reiteria. Und die Siedlung heißt. Reitau. Ah, das ist doch schick, oder? Jetzt haben wir das. Die sind jetzt aber schnell unterwegs, Mimma. Was macht er? Ach, weiter glätten, ne? Ach, hier hat er jetzt schon geglättet. Man sieht es auch schön, ne? Okay. So, jetzt müssen wir aber mal gucken. Ja, wir kommen jetzt leider nicht voran. Prioritäten wären jetzt wichtig, ne? War das hier nicht auch möglich? Oh, Outfits erhalten. Oh, Haustier, Wildtier, Forschung. Aber für Forschung brauche ich erstmal was, wo ich daran forschen kann, wahrscheinlich. Quests gibt's nicht. Eine Weltkarte, ja, ist da. Wir sind da unten auf der Insel, ne? Da hatten wir uns ja häuslich niedergelassen. Gut. Aufgaben am Feuer. Einfacher Mahlzeit kochen. Ach, geht da auch, okay. Drogen verbrennen, Waffe verbrennen, Kleidung verbrennen. Nee, das müssen wir alles nicht machen. Da hatten wir schon mal einzelne Sachen zum Kochen, ist klar. Das dauert mir hier zu lange mit dem Glätten momentan, kann das sein? Das will ich nicht, dass das so lange dauert. Abbrechen. 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 Das machen wir erstmal nicht. Dafür ist erstmal keine Zeit, denke ich. Das eine kann er jetzt zu Ende machen, aber den Rest erstmal bitte nicht. Das ist. Wahrscheinlich könnte ich es mit einem Befehl alles abbrechen, ne, oder? Abbrechen. So sieht's aus. So, das haben wir alles abgebrochen. Jetzt ist die Frage, ob er weiter aushöhlen wird. Jedenfalls werden jetzt Bäume gefällt. Die Kartoffeln wachsen. Wachstumsrate ist hoch. Ist 4,7% gewachsen. Also wir können nachher Kartoffelpuffer machen oder so, ne? Läuft also. Verhungern müssen wir nicht. Wir bräuchten mal sowas wie eine Quelle oder sowas, ne? Strukturen. Nee. Möbel. Wo kriege ich denn Wasser her? Hier gibt es sowas nicht. Strom ist natürlich auch irgendwann dran, ne? Arbeitsplatz, Schlachtplatz. Ein Platz zur Herstellung von einfachen Dingen wie Messer und Bögen. Aufgrund fehlender Werkzeuge geht die Produktion hier nur langsam voran. Schlachtbank. Wäre interessant, oder? Aus Holz. Ja, eigentlich müsste das hier hin, aber. Das geht ja jetzt gerade nicht. Dann lassen wir das erst noch weg. Die Küche müsste mal größer werden. Aber das ist ja auch nur so eine kleine Basisküche erstmal, oder? Oh, Holz 75er Stack da auch. Sind das noch Bäume, die man abbauen? Ja, Baum ausgraben. Pflanzen entfernen. Nee, ausgraben will ich den nicht. Was machen die jetzt? Essen wieder. Das mit dem Essen wird noch ein Problem werden, oder? 7%. Ja, kriegen wir bestimmt noch hin. Bereit zum Ernten. Nee, Pflanze ernten. Fern will ich nicht. Befehle. Pflanze ernten. Ist schon geerntet? Ist wohl schon geerntet. Da war ich zu langsam. Was macht sie? Träumt? Beobachte den Sonnenuntergang. Genau, das ist wichtig. Das ist die Forscherin. Ich muss gucken, dass ich einen Forschungstisch kriege. Das hat anders keinen Sinn hier. Aber wo ist ein Forschungstisch? Gibt es sowas hier überhaupt?
Nicht so wirklich bis jetzt, ne? Produktion. Forschertisch, da ist er doch. Aus Holz. Ja, der müsste jetzt erstmal draußen stehen, weil die kriegen das ja da unten wieder mal nicht hin, ne? Komm, machen wir so. Dann hat. Das macht Redrum. Redrum? Weiß ich nicht, wie er heißt. Er baut auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Ist noch eine Baustelle. Was fehlt denn? Stahl ist da, Holz ist da. Es muss nur einer aufbauen, okay. Der Hund springt über den Zaun, da geht er langsam. Also das ist schon ein kleines Hindernis dann doch. Diese Ratte, die könnte man eigentlich auch, ne? Aber die tut uns ja nichts. Haben wir ja gerade gesehen, wir sind neben Merge gelaufen. Ah, guck mal, da kann ich die anklicken, da kann ich Jäger sagen. Oder zähmen. Aber nee, eine Ratte will ich nicht zähmen. Das Kaninchen, was macht das denn? Wo ist das Kaninchen? Ach, hier kann man noch was abernten. Haben wir schon ausgewählt. Ich weiß nicht, wo das Kaninchen hin ist. Oh, hier ist noch was zum Sammeln. Dann holt das mal. Das können wir noch gebrauchen. Und hier ist ja noch mehr. Okay, erlauben. 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 Holz brauchen wir. Da. Oh. Da ist auch noch was. Aber ich weiß nicht, ob die nett oder nicht nett sind. Weibchen, Alter, gesund. Nashorn. Vielleicht holen wir das da besser gerade nicht weg. Erscheint mir jetzt nicht so safe. Hier müssten wir auch was erforschen, mal diese Ruinen, ne? Ja, vielleicht aber diese zuerst, ne? Große Stele aus Granit. Zweimal Tisch aus Marmor, wow. Demontieren ist vielleicht die Möglichkeit, oder? Sammelpunkt? Ne, demontieren würde ich das, wenn. Was haben wir denn noch? Lange Stele aus Kalkstein. Tisch aus Sandstein. Kalksteinbrocken 220 aus Sandstein. Was ist das? Sarkophag aus Marmor. Okay, den sollen wir erstmal nicht anpacken. Wand aus Stahl. Das ist Stahl. Wow. Abreißen. Gucken, ob wir da was rauskriegen. Aber jetzt schlafen sie erstmal alle. Und diesmal schläft auch der Hund da, wo er schlafen soll, Valentina. Der liebe Labrador-Retriever. So, aber 10, nur noch 13 Rationen, ne? Irgendwie klappt es mit dem Essen nicht. Wie weit sind denn die Kartoffeln? Kartoffelpflanze. 5,8 gewachsen, Wachstumsrate ist 0, Rut benötigt Lichtstärke. Okay, weil Nacht ist. Machen wir jetzt hier wieder schneller. Bis die Nacht rum ist, weil da passiert ja nichts. Haben wir ja keinen Nachtschichtler. Also was mir jetzt ein bisschen irritiert, ist, dass die Räume nicht weiter ausgehöhlt werden, ne? Wo ist die Uhrzeit? Sehe ich nicht. 5 Uhr. So, Felti ist der Erste, dann kommt Redrum und dann ist ein Langschläfer Peige. Und der Hund pennt auch noch länger. So, jetzt wird hier gegessen. Aber was passiert hier? Oberfläche glätten will ich nicht. Wenn ich das jetzt abbreche, ne? Und dann neu eingebe, dann wird bestimmt das abgebaut, oder? Schauen wir mal, ob die Befehle irgendwie hängen geblieben sind. Irgendwie kann ich es mir nur so vorstellen, oder? Wo geht sie denn hin? Ach so, die ist Holz holen. Das war ja auch so vereinbart, ne? Was haben wir hier für ein Tier? Ach, das ist der Hase, der gezähmt werden soll. Ah, die Nashorns kommen jetzt aber auch immer besser. Oder näher, sagen wir es mal so. Nicht so doll, ne? So. Also das Holz wird ins Lager gebracht. Lager ist schon Essen nur noch auf 20. Wir haben noch ein Essensproblem. Ach so, hier war ja mit der Nahrung 6% gewachsen. 5,2 gewachsen. Wachstumsrate 75. 90. Ah, dieser Boden hier ist, glaube ich, nicht so fruchtbar wie der. Kann das sein? Weil, oder vertue ich mich? Ah, es sind 10% Unterschied. Ich schätze mal, hier dieser Boden ist fruchtbarer als der da. Schauen wir mal, wie das so klappt, ne? Erde. Kartoffelpflanze. Anbauzone 1. Fruchtbare Erde.
Das hier ist Erde. Ach, das ist, siehst du, das ist schon richtig so. Dann lass uns gerade mal. Nee, mach mal so die Zone erweitern. Mach die mal hier so noch drei Felder länger. Dann können wir die nachher hier weniger machen, weil das bringt, glaub, da nichts. Lass die jetzt aber erst da, weil die wachsen ja von alleine, glaub, ne? Was macht er denn jetzt hier? Ach, abbauen. Stahlreste, 89%. Okay, er haut jetzt hier richtig rein, die Stahlreste abzubauen. Aber ich glaube, die Idee ist auch wieder schlecht, ne? Lass mal Befehle hier. Ach, war offen. Befehle hier. Ich glaube, das machen wir mal nicht zur Zeit, nur wenn wir es wirklich brauchen, weil ich will das erst hier fertig haben und nicht das. Eigentlich müssten wir das auch abbrechen, oder? Ja, komm, brech das ab. Mach das nicht. Mag nicht. Die Ratte kommt jetzt hier an der Barriere nicht. Doch, auch da an der Barriere kommt man vorbei. Hat aber vielleicht länger gedauert wie der Zaun. Also, das ist jetzt auch nicht so. Nicht das Ziel, was ich mir so vorstelle. Ah, jetzt macht Veli hier den Raum größer. Das ist doch mein Ziel. Und ach, guck mal hier, wer hier Forschung gebaut hat. Keine Ahnung. Eine Kopie wollte ich nicht bauen. So, Forschung ist hier. Passive Kühlung, Steinbearbeitung. Was machen wir denn jetzt so? Hauptforschung. Okay, da geht es ganz viel weiter. Da wäre Elektrizität. Baue passive Kühlung um erschlossene Räume ohne Elektrizität. Ist jetzt momentan, glaube ich, nicht so wichtig. Bearbeite Felsbrocken zu Steinblöcken. Dies ist vielleicht wichtig. Das machen wir mal, ne? Steinmetztisch, Beton, Fliese aus Granit. Es hört sich so an, als ob wir das gebrauchen könnten, oder? Wo ist denn unsere Forscherin jetzt? Das ist sie hier, ne? Ja. Sie holt jetzt was und geht dann forschen. Ne, sie räumt wieder ins Lager ein. Da wird weiter Holz eingelagert. Auch nett. Was holt sie jetzt? Ach, noch mehr Holz von da oben. Ja, das ist nicht verkehrt, das Holz zu holen, denke ich. Wir brauchen viel Holz. Forschen wäre jetzt vielleicht auch noch ganz nett, aber. Ja. So, da können wir eine Fliese hinmachen. Struktur, Möbel, Struktur. Ne, Möbel waren dann Bodenfliesen, ne? Oder? Ne. Ah, wo ist denn das jetzt wieder? Bodenfliese? Wo finde ich hier jetzt die Bodenfliese? Da, Holzboden. Er macht jetzt auf jeden Fall da weiter. Das ist schon mal gut. Essen 9 zu 10. Nahrung. Hier 2% fertig, da 8,6 gewachsen. Das dauert mir etwas zu lange hier. Wir müssen wahrscheinlich gleich auf Dingens umstellen, auf Lebendnahrung. Tier. Aufgabe hinzufügen. Ah, hier gibt es auch Fleischmahlzeiten, okay. Einfache Mahlzeit kochen. Ach, viermal kochen kann man auch. Ich hätte ja eine einfache Fleischmahlzeit, aber so wie es aussieht. Ach so, da unten steht, was man benötigt. Oh. Boah, und so weiter steht da. Einfache Mahlzeit, mehr über einfache Mahlzeit. Einfache, schnell zu bauende Mahlzeit aus einer Hauptzutat. Okay, hat auch einen Marktwert. Zehnmal rohe Nahrung. Zünden durchführen den Aufgaben vorweg. Kochen. Kochgeschwindigkeit, okay. Was war denn am Feuer noch machbar? Da ging nur einfache Mahlzeit kochen, okay. Ja, er macht jetzt hier, die Holzplanken sind schon da. So ganz gefällt mir das jetzt hier noch nicht. Produktion müssen wir wahrscheinlich auch mal hin. Elektrischer Herd. Können wir den Steinmetztisch schon bauen aus Holz?
Wäre auch wieder draußen, ne? Deckung und Schießen, Karawane formieren, Tiere trainieren. Ja, das müssen wir alles machen. Ich mach das erstmal. Steht auch draußen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Arbeitsgeschwindigkeit 90% draußen. Aber dann wird es wahrscheinlich daran liegen, dass das draußen ist, sonst ist es vielleicht schneller. Entspannt sich sozial, auch cool, ne? Ist gesund. Er ist ordentlich am Arbeiten da, als einziges, ne? Böden. Holzboden. Okay, da ist noch einer fertig geworden. Dann können wir den auch schon machen. Und dann müssten wir jetzt noch weiter. Oh, Überfall, Trutz, Plünderer. Jetzt wird's ernst. Ja, ich glaube, wir machen erst hier einen Cut, ne? Und speichern das ab, damit wir nochmal eine Chance haben oder sowas. Eine Gruppe Piraten der Fraktion Trutz, Plünderer ist in der Nähe eingetroffen. Sie werden sich von ihrem Angriff vorbereiten. Plane deine Verteidigung, ergreife sie präventiv an. Okay. Springe zum Ort. Okay, die sind tatsächlich mit dem Wasser, mit Schiffen hier. Was ist denn das für ein Tier? Wow, mega Faultier. Tiny Barkeeper. Ist das nur einer? Ich glaube nur einer. Ja, vielleicht Chancen. Ja, weiß ich auch nicht, ne? Sandsäcke haben wir auch noch nicht gebaut, ne? Oder? Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das so hier kriegen. Einen da einstellen, einen da und einen da einstellen. Ich schätze mal, so werden wir es tun, ne? Ja, schauen wir mal. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.